Servus Leute zu unserem Teil von dem Video. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, dann schaut beim Felix auf Freestyle Fishing vorbei. Da seht ihr den ersten Teil zu dem See hier. Und ja, der Felix ist vor circa 3 Stunden heimgefahren. Wir haben die ersten 2 Nächte nicht so gut gefangen. Wir haben ein bisschen mehr Zeit. Wir haben uns noch eine Nacht rausgenommen. Und heute hatten wir schon einen krassen Wetterumschwung. Die Sonne hat richtig schön in den See geschienen. Und es ist hier echt nicht typisch, dass die Fische tagsüber beißen. Aber jetzt so um 14 Uhr lief die Route komplett ab. Und ich habe auf jeden Fall einen Karpfen im Tor. Wie geil ist das denn? Der Felix ist wie gesagt seit circa 3 Stunden weg. Die Sonne hat richtig runtergeballert, die Fische konnten sich mit Energie aufladen. Und es scheint so, als würden sie jetzt fressen. Tagsüber läuft es hier echt selten. Aber der hat richtig gut gekämpft für eine Wassertemperatur von 9 Grad. Ist das geil, 7 Uhr morgens ist jetzt, wir haben gerade noch richtig gut geschlafen. Da läuft die Rute von mir nochmal ab. Die Fische scheinen jetzt wirklich das Fressen anzufangen. Ich habe die Rute nochmal ein bisschen neuer gelegt. Wir haben Fische am Morgen rollen sehen, beziehungsweise der Felix hat mir gesagt, wo das war. Da habe ich die Rute hingeworfen und da sieht man wieder, dass man mit offenen Augen am Gewässer bleiben muss.